wir haben heute wieder ein Riesenfrühstück. Yum, 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 yum. Mama, kannst du nicht jeden Tag so ein tolles Frühstück machen für uns, bitte? Emma, ich probiere das jeden Tag. Manchmal glückt es mir besser, manchmal nicht so. Aber ich denke, ich mach's ganz gut. Ich muss schon los. Ich bin spät dran. Tschüss, bis später. Anna, du willst jetzt schon zur Schule? Willst du nicht erst was essen? Und wolltest du nicht auch Julian wecken? Wo ist er denn? Ich höre dich nicht, Mama. Ich muss weg. Ich bin weg. Tschüss. Hanna, jetzt ist sie schon weg. Oh, ich habe mir extra so viel Mühe gegeben mit dem Frühstück. Mann. Hey, guten Morgen, ihr beiden. Ich habe leider keine Zeit, Schatz. Ich muss jetzt direkt los. Ich bin zu spät. Ach, du auch? Und für wen habe ich mir jetzt so viel Mühe gegeben mit dem Frühstück? Und hat jemand Julian geweckt? Tut mir leid, Schatz. Ich kann dich nicht mehr hören. Ich bin dann weg. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss. Oh, jetzt bleibe ich hier auf dem Frühstück sitzen. Und was ist mit Julian überhaupt? Julian! Oh, dieses tolle Frühstück. Ich habe so viel vorbereitet und jetzt will's gar keiner essen. Mama, ich will das doch essen. Ich bin doch nicht keiner. Ich kann alles aufessen, wenn du willst. Ach, wenigstens bist du noch da, Emma. Das finde ich toll. Kannst du dann wenigstens Julian wecken? Der müsste noch oben im Bett liegen. Der muss doch zur Kita. Naja, war ja klar. Wenn alle abgehauen sind, dann ist es wieder ein Fall für Emma. Gut, ich hole ihn und dann frühstücken wir. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Mein Hals tut weh. Meine Nase läuft. Julian, steh endlich auf! Ich hab Hunger und ich will frühstücken! Hast du gehört? Hier ist Leutnant Emma Vogel! Aufstehen jetzt! Emma, ich komm nicht runter. Ich glaube, ich bin krank. Kannst du das Mama sagen? Was? Also, ich fühle mich echt nicht steh gut. Steh auf! Oh, für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ich gehe jetzt da unten und frühstücke. Wenn dann alles weg ist, dann hast du selber Schuld. Zu spät. Oh, Mama, warum hast du denn jetzt schon angefangen zu essen? Ich dachte, wir machen das zusammen. Oh. Emma, ich habe noch nicht angefangen. Ich habe mich nur schon mal hingesetzt. Und wo ist jetzt Julian? Du wolltest ihn doch holen. Oh, ich habe Hunger, Mama. Können wir nicht erst frühstücken und dann über Julian reden? Der hat gesagt, er ist krank oder so. Ach, egal. Ich habe Hunger. Wie, Julian hat gesagt, er ist krank? Ach, davon muss ich mich erstmal selbst überzeugen. Nachher simuliert er wieder nur. Julian, jedes Mal das Gleiche. Bist du jetzt krank oder nicht? Jetzt mal wirklich. Mama, ich wünschte, ich wäre nicht krank, aber meine Nase läuft und... Mein Hals tut voll weh, meine Stimme ist auch gleich weg. Mein Kopf tut auch irgendwie weh. Ach je. Ich sehe schon, Julian. Ich glaube, dich hat's wirklich erwischt. Eine dicke Erkältung wird das sein. Ja, und mir ist voll kalt. Ich bleib hier unter der Decke jetzt erstmal. Ach, keine Sorge, Julian. Du bist bestimmt wieder schnell fit. Ich werde mich darum kümmern. Einen schönen heißen Tee mache ich dir. Du bleibst heute zu Hause. Bist entschuldigt. Also, dass Julian jetzt mal wirklich krank ist, hätte ich nicht gedacht. Ansonsten hat er immer nur keine Lust auf die Kita. Naja. Oh, ich bin total vollgefuttert. Ich kann mich gar nicht mehr rühren. Ich habe so viel gegessen. Aber Emma, du hast doch nur eine Scheibe Brot gegessen, oder? Ach, naja, Julian ist wirklich krank übrigens. Der bleibt heute zu Hause. Wir sind also zu dritt. Oh, super. Dann habe ich endlich jemanden zum Spielen. Julian, ich komme. Emma, der ist krank. Also Julian, der kann wahrscheinlich gar nicht mit dir spielen. Der ist total müde und kaputt und schlapp. Ach, das glaube ich nicht. Julian kann doch immer spielen. Ich werde mal gucken, was er so macht. Julian, komm jetzt mal runter zum Spielen. Hallo, Julian. Oh, Emma, nicht jetzt. Ich fühle mich echt nicht gut. Ich bin krank und ich... Das ist jetzt keine Show, sondern ich... Oh, guck, ich kann kaum reden. Oh, wenn du nicht nach unten kommst, komme ich eben hoch zu dir. So, was ist jetzt los? Oh, Emma, was wird das? Oh, Mann, ich bin krank. Ich fühle mich einfach nicht gut. Ich komm doch kaum schlafen. Ja, tut mir leid. Ich kann doch nichts... Das läuft da raus. Ich weiß, dass wir heute spielen können. Ich spiele heute Arzt. Und du bist der Patient, den muss ich gesund pflegen. Emma Vogel im Einsatz. Hallo ihr beiden. Hier ist ein bisschen Medizin für den Kranken. Und schönen heißen Tee habe ich auch. Stopp. Ich bin seine Ärztin. Das muss ich jetzt erstmal abnehmen. Was ist das für ein Tee und was ist das für eine Medizin? Entschuldigung, Dr. Emma. Also hier habe ich Pfefferminztee. Ohne Zucker. Und da habe ich auch noch Hustenlöser, damit er nicht so doll husten muss. Pfefferminztee kenne ich, das andere nicht, aber gute Arbeit, ja. Aber könnten Sie nicht vielleicht auch noch den Arzt versorgen? Der hat nämlich auch Hunger. Wo sind denn hier Kekse? Die sind vergessen worden. Das ziehe ich Ihnen das nächste Mal vom Lohn ab, es sei denn, ich krieg noch meine Kekse heute. Tut mir leid, Dr. Emma, ich wusste nicht, dass Sie Kekse haben wollen. Ich werde mir die größte Mühe geben, Kekse aufzutreiben. Entschuldigen Sie bitte. So, junger Mann, hier kommt deine Medizin. Wie fühlst du dich? Nicht gut, Mama. Ach, Julian. Wirklich gar nicht gut. Ich glaube, ich möchte jetzt auch nichts trinken oder so. Vielleicht gleich, bitte. Ich fühle mich echt nicht gut. Mein Hals tut voll weh. Na gut, Julian, ich stelle das erstmal hier ab. Wenn du was möchtest, dann nimm's dir einfach selbst. Und ansonsten ruf mich. Ich bin unten. Okay. Und Mama, also kannst du mir vielleicht das Tablet geben, bitte? Ich will nur, damit ich besser einschlafen kann oder so. Ich will nicht damit spielen. Ich schaue mir nur irgendwelche Videos an, bitte.
Na gut, Julian, ausnahmsweise. Hier ist das Tablet. Ich bin auch wirklich krank. Ja, ich weiß. Ich bin wirklich krank, also heute wirklich. Noch nicht mal das Video schauen, das macht noch nicht mal so viel Spaß, sondern... Wobei, hey, was ist das? Wie, ein neuer Minecraft-Mod? Und, wie geht's dem Patienten, Schwester Mama? Dr. Emma, also dem Patienten Julian Vogel geht's nicht so gut. Der braucht Bettruhe und, er wird sich amüsieren mit seinem Tablet. Vielleicht kann er dann besser einschlafen. Das sollte ich lieber bestimmen, ob er sein Tablet haben darf. Ich bin die Ärztin, ich habe hier das Sagen. Herr Vogel, was wird das denn da oben? Herr Julian Vogel? Emma, ich habe jetzt keine Zeit zu spielen. Ich versuche hier zu schlafen und gucke ein paar Videos. Also lass mich bitte in Ruhe. Ich glaube, ich kann dich auch anstecken vielleicht. Ich bin Ärztin, Sie können mich nicht anstecken. Ich bin gegen alles geimpft, was es auf dieser Welt gibt. Und jetzt kommen Sie gefälligst runter. Oh, Emma, was ist denn? Och Mann, ich will auch nicht Mama rufen. Ich will mich jetzt nicht streiten. Ich habe gesehen, Sie haben Ihre Medizin auch gar nicht getrunken. Die müssen Sie auf jeden Fall noch trinken. Oh, Emma, nicht jetzt. Gleich, oh, ich habe das Mama schon gesagt. Stopp. Oh, Emma, ich bin die Ärztin ist? Und Sie sind der Patient. Also jetzt sofort Hustensaft trinken. Oh ja, ist ja gut. Ich trinke meinen Hustensaft. Ist ja gut, wenn du mich dann in Ruhe lässt. Das werden wir noch herausfinden. Aber die ganze Portion Hustensaft und nicht schummeln. Oh, welcher ist das denn? Ist das dieser Süße oder dieser... Oh nee, bitte nicht der vom Papa. Der war voll eklig. Keine Ahnung, das ist der hilft, hoffentlich. So, aber jetzt runter damit. Ja, sofort. Einen Moment. Ah, jetzt? Ja. Oh, zum Glück war es der Süße. Der war ganz, ganz süß, aber der klebt irgendwie immer so. War es das jetzt? Kann ich wieder ins Bett? Einen Moment noch bitte. Ganz kurz warten. Ich habe was vergessen. Oh Mann, also jetzt spielen, das geht nicht. Ich habe auch meinen Hustensaft getrunken. Ich lege mich jetzt wieder hin. Ah, durch den Test sind Sie durchgefallen. Sie sollten sich nicht rühren. Sie sollten da sitzen bleiben. Und schon sind Sie aufgestanden. Ja, so schlecht geht's Ihnen nicht. Oh, Emma. Ich will doch einfach nur ins Bett. Ich kann jetzt nicht spielen, bitte. Das war sehr, sehr lieb von dir, aber ich kann jetzt nicht. Wissen Sie überhaupt, dass Spielen die beste Medizin ist? Ich glaube, das wissen Sie gar nicht. Ach, Emma, ich will doch einfach nur ins Bett. Mehr doch nicht. Das werde ich nochmal mit Schwester Mama besprechen, ob das so in Ordnung geht. Oh, das ist viel zu viel für mich. Wäre ich lieber in die Kita gegangen. Ich glaube, da hätte ich nicht so viel gespielt. Oh, ich will schlafen. Ich habe ein Wörtchen mit Ihnen zu reden, Schwester Mama. Der Patient macht überhaupt nicht das, was ich will. Der möchte überhaupt nicht gesund werden, habe ich das Gefühl. Ach, Dr. Emma, ich glaube, der Patient möchte einfach seine Ruhe haben. Der ist müde und kaputt. Und ich glaube, er möchte einfach nur ein bisschen schlafen. Vielleicht könnt ihr später spielen. Spielen? Was meinen Sie damit, Schwester Mama? Ich mache hier meine Arbeit. Das ist doch kein Spielen. Herr Vogel, ich habe hier was für Sie. Herr Vogel? Oh, Emma, was ist denn? Dabei bin ich gerade erst... Oh, ich war kurz vorm Schlafen. Herr Vogel, Sie benehmen sich wie ein Baby und deshalb gibt's jetzt auch ein Babylätzchen für Sie. Na gut, habe ich kein Problem mit. Wenn du mich jetzt in Ruhe lässt, dann ist das okay. Dann bin ich halt ein Baby, habe ich kein Problem. Und Herr Vogel, kommen Sie ja nicht auf die Idee, damit Ihre Nase zu putzen. Das wäre äußerst ekelhaft. Nicht. Was ist denn hier los, Emma? Komm raus aus dem Bett. Schwester Mama, für Sie immer noch Dr. Emma und der Patient... Der braucht noch mal eine Portion Hustensaft. Nein, eigentlich nicht. Ach, na gut, ich merk schon. Dr. Emma, ich bin bereits unterwegs. Und jetzt müssen wir Cartoons gucken. Da geht's Ihnen richtig gut dabei. Okay, da bin ich dabei. Was war das nochmal für eine Medizin? Noch einen Hustensaft, meint Dr. Emma? Oh, ich bin jetzt auch total in meiner Rolle drin. Schwester, Mama, Dr. Emma, ich bin echt verwirrt. Ich glaube, ich bringe ihm einfach nur einen Saft nach oben. Zu viel Hustensaft ist nicht gut. Hier kommt dann der Saft, ich meine Hustensaft. Oh, da sind die ja wirklich weggepennt. Ich glaube, Arzt sein und Patient sein ist wirklich anstrengend.